Hallo Freunde, ich habe hier jetzt noch ein bisschen weiter gebuddelt, bin sogar die Ebene ein bisschen tiefer runter und ich habe noch immer noch keine Diamanten gefunden. Meine Workbench brennt, okay, ist in Ordnung. Können wir so lassen. Auf jeden Fall geht hier erstmal weiter, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo was finden. Die Workbench lassen wir mal abfackeln. Wer braucht denn so viele davon? Ich be bestimmt nicht. Boah, wenn ich jetzt einen Eimer Wasser hätte. Buddeln wir erstmal außen rum um den See. Vielleicht haben wir ja da Glück. Wisst ihr, Leute, es gibt Let's Player, andere Spieler. Die fangen einfach mal an, so ein Strip-Mine anzulegen. Und binnen 2-3 Sekunden haben die 100.000 Diamanten. Ich buddle mir hier einen Wolf und finde nichts. Vielleicht habe ich einfach nur Pech. Und ich kann hier schon mal ein paar Sachen entsorgen. Zum Beispiel den Flint. Den Gravel. Den Dreck. Das verstopft mir alles nur das Inventar. Aber anscheinend gibt es in dieser Map keine Diamanten. Oder wurde das Aufkommen reduziert? Weil ich weiß nicht, ob das hier so mit rechten Dingen zugeht. Fall mal ein Anti-Rutschfilm hier hinbauen. Und sich hier mal ein wenig umgucken. Ich glaube, das Wasser schließen wir einfach mal ein. So. Und dann buddeln wir noch ein wenig just for fun. Das ist doch echt unglaublich. Ich hab ja gar kein Glück. Meinen Erfahrungen nach zufolge kommen in solchen Höhlen auf dieser Ebene öfters mal Diamanten vor, aber heute nicht, ne? Kann ja nicht immer gut gehen. Und solange wir hier nicht ins Lava reinblumsen, ist ja auch alles okay, würde ich mal annehmen. Naja, wenigstens Eisen, aber das bringt uns nicht weiter. Ich will ein Enchanting Table haben. Und dazu brauche ich nochmal 3 Diamanten, damit wir nochmal ein einziges Dings da Obsidian rauskloppen können. Nee, nee, nee. Unglaublich. Ah, Gold. Okay. Das entschädigt zwar nicht für den Aufwand, aber besser als nichts. Kann ich ja mal mein Inventar zeigen, was ich da schon drin habe. Jede Menge nichts. Diamanten, wo seid ihr? Ich könnt euch nicht ewig vor mir verstecken. Unglaublich. Höchstwahrscheinlich finde ich jetzt gleich Lapis Lazuli und werde es für einen Diamanten halten und mich dann Ast ärgern. Haben die Ebene runtergesetzt oder weiß das vielleicht einer? Gut,
Cobblestone-Probleme dürften wir danach nicht mehr haben, aber... So geht es doch nicht weiter. Diamanten! Wow. Wusste ich's doch. Hast du Diamant? Yes, yes. Und eine ganze Menge davon. Cool. Ich glaube, wir haben ausgesagt, wenn wir nicht diesmal wieder in Lava stürzen. Yes. 10 Diamanten. So lasse ich es mir eingehen. Der Enchanting Table kann kommen. Seht ihr, man braucht nur ein bisschen Geduld. Und warum suche ich hier immer noch weiter nach Diamanten? Bin ich jetzt lebensmüde oder so? Ich weiß es nicht. Aber 10 Dias, hey Leute. Dachte schon, wir würden hier nie was finden. Brauchen wir die ganzen Spitzhacken noch ein bisschen ab? Diese werden wir so schnell nicht mehr brauchen. Yes, und Level 25 haben wir auch wieder erreicht. Böses Loch. Gucken wir uns hier mal ein wenig um. Ah, jetzt will ich es wissen. Weil hinter jedem Stein könnten Diamanten stecken, wie es aussieht. Yay, Eisen. Dann buddeln wir noch hier mal rein. So eine kleine Testbohrung. Okay, es wird nichts. Mal ein paar Steaks reinhauen. Den ganzen See könnten wir eigentlich nochmal abgrasen. War cool, wie sich der Crafting Table da hinten gegen das Verbrennen wehrt. Buddeln wir hier noch ein bisschen weiter. Oh, hier geht es aber tief runter. Nein! Bist du behindert? Kannst du nicht bringen, Junge. Wie der sich angeschlichen hat. Riskieren wir hier nochmal einen Blick. Und dann auch hier. Aber den Weg muss ich deutlich ausbauen, nicht so. Aber Eisen hatte mir freigelegt, schön. Nein, darauf kann ich verzichten. Mal hinter gebuddelt.
packen wir unsere 10 Diamanten und gehen nach Hause. Warum denn alles riskieren? Und jetzt seht ihr mal, wie weit wir hier gebuddelt haben. Hier bin ich ein paar Mal auf die Ebene runtergegangen, weil ich mir dachte, hey, vielleicht spawnen die jetzt weiter unten. Aber wie ihr gesehen habt, findet man auch noch auf Ebene 11 Diamanten. Oh, meine Stimme ist weg. Das war ein Erlebnis. Nee. Jetzt machen wir noch schnell eine Dia-Spitzhacke. Und diesen ganzen See könnten wir auch noch ausbuddeln. Vielleicht finden wir hier auch noch Dias. Bisschen Wassereimer? Nope. Auf jeden Fall mal. Nein, im Ofen möchte ich keine Dias-Spitzhacke herstellen. Und wir sind wieder Dias-Spitzhackenbesitzer. Das wurde aber auch Zeit. 2 Fackeln weg. So, wo war hier meine Obsidianquelle? Da können wir mal eine Fackel reinhängen, oder? Nur um zu gucken. Na, da ist noch Kohle. Hab ich hier unten Obsidian abgebaut? Okay. Puh. Eigentlich brauchen wir nur 1 und dabei belasten wir es auch diesmal. Yes. Und nix wie raus hier. Dann bauen wir den Table halt in der nächsten Folge. Oder den Table können wir zumindest bauen, aber den Raum, meinte ich, können wir später bauen. Gehst du hier mal rauf? Hopp. Ach, da geht's lang. Das ist so schön. Das ist so prima. Wir haben wieder Diamanten. Ich glaube, das ist jetzt ein neuer persönlicher Rekord in diesem LP. Oh, die Ulfen sind aus. Schmeißen wir am besten noch ein bisschen Zeugs nach. Nehmen etwas Netherrack. Gehen hier an den Tisch. Upp. Meine Netherbricks. Wie, nur 64 Stück. Ich glaube, ihr spinnt. Ah, oh, und die Netherwarzen gedeihen. Schmeiß mal da noch ein bisschen was rein. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Eisen und dem Gold? Nein, dich nicht. Kann ich da auch eigentlich was Blumentöpfe machen? Netherblumentopf, das wär's. Nö. Wie draußen gewittert. Unglaublich. Cool. Oh, Spinnen. Dann Leute, kommt mal her. Mach Schaschlik aus euch. In einer Gewitternacht. Die Pfeile könnten ja auch mal langsam despawnen. Wo habe ich jetzt meine Obsidian hin? Moment.
Moment, da brauche ich Papers. Das sind alle Papers. Sonst habe ich hier nichts. Nö. Dann gehen wir wieder in den Keller. Loot. Mal das Leder. Daraus kann man Bücher machen. Okay. Nein, in der Kiste werde ich keine Bücher finden. Okay, und das Leder ist weg. So, Obsidian. Hier. Yay, und wir haben ein Enchanting Table. Da mache ich gleich noch ein paar Bücherregale. Mal schauen, wie viele wir bekommen. 13 Stück. Könnte reichen. Aber ich will eine voll ausgerüstete Enchanting Zimmer. Also, meine Freunde, ich möchte mich da mal fürs Zugucken bedanken. Und wir bauen in der nächsten Folge hier irgendwo das Enchanting Zimmer. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!